Sie sehen heute einen Vortrag aus dem Jahr 1999, aufgezeichnet an der Universität Tübingen. Professor Dr. Siegfried Unseld hat wie kein anderer die deutsche Nachkriegsliteratur geprägt und gilt als der bedeutendste Verleger unserer Zeit. Von 1959 bis zu seinem Tod 2002 stand er an der Spitze des Suhrkamp Verlags, kaufte den Insel Verlag hinzu und gründete den Deutschen Klassiker Verlag. Professor Dr. Siegfried Unseld spricht zum Thema Der Autor und sein Verleger, der Verleger und seine Autoren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Autor und sein Verleger, der Verleger und seine Autoren. Zunächst prägen sich die bekannten Bilder ein. Hermann Hesse und Thomas Mann beim Skifahren mit ihrem Verleger in Samuel Fischer in St. Moritz. Rainer Maria Rilke im Turmzimmer des Kippenberghauses in Leipzig. Das Ende des Malte Lauritz Brigge schreibend. Wolfgang Köppen im Pferderennstall seines Verlegers Bruno Kassierer. Des Verlegers Hengst hatte viele Preise gewonnen und mehr Geld eingelaufen, als von einem Schriftsteller je zu erwarten war. Das berühmte Pferd, so Köppen, beschnupperte mich wohlwollend und streichelte. Ich streichelte seinen Nüstern, klopfte seinen Hals, der Sieger nickte und Kassierer nahm mein erstes Buch an. Die Bilder Ledig Rowohlt im dunklen Anzug, mit roter Nelke im Knopfloch, mit James Baldwin, Samuel Beckett mit seinem Verleger schachspielend, E.Y. Meyer mit seinem Verleger in der Aare, schwimmend oder Martin Walser am Ende seiner diesjährigen Friedenspreisrede, wo er jubelnd auch vom Verleger begrüßt wurde. Das sind also Bilder einer prästabilierten Harmonie. Und doch ist festzustellen, dass Verleger eigentlich immer mehr getadelt als gelobt wurden. Das veranlasste jemand, die folgenden Sätze zu schreiben. Es muss einmal ausgesprochen werden, das Lob der deutschen Verleger. Aber wer sollte es tun? Das deutsche Publikum, das in erster Linie zu Dank verpflichtet wäre, ist bekanntlich schweigsam, sobald es ein Lob gilt, und sucht die Öffentlichkeit nur zu Beschwerde oder Klage. Die deutschen Autoren wiederum scheinen wenig geneigt, in die Presse zu springen, ist doch der Verleger für sie meist der traditionelle Widersacher, der Geizkragen und Vorschusskarge. Und überdies scheuen sie die Gefahr, missverstanden zu werden. Denn für so viele bedeutet ein Verleger loben auch schon, sich um ihn zu bewerben oder zumindest von ihm Gefälligkeiten zu verlangen. Ich glaube aber, dass es doch einmal getan werden muss und will einmal öffentlich sagen, dass der schöne Wille, der heute eine Reihe deutscher Verleger aus der Enge des Geschäftlichen in die ganze wachsende Weite deutschen Kultur gehoben hat, mit Zustimmung und Bewunderung anerkannt werden sollte. Nun, meine Damen und Herren, der dies sagte, war nicht etwa Reich Ranicki im literarischen Quartett, sondern Stefan Zweig, und zwar im Jahre 1912, und sein schöner Beitrag galt Verlegern, insbesondere Eugen Diederichs, Samuel Fischer und dem Inselverleger Anton Kippenberg. Nun, wir tun gerade heute gut daran, uns an die Geschichte der Verlage, die ja meist die Geschichte der einzelnen Verleger ist, zu studieren. Verlagsgeschichte ist ein Teil Literaturgeschichte. In stärkerem Maße als Literaturgeschichte stellt Verlagsgeschichte Literatur in die sie umgebende Wirklichkeit. Sie beschäftigt sich mit deren Sitz im Leben. Verlagsgeschichte ist immer auch die Geschichte der Entstehung von Literatur und die ihres Verstehens. Die Geschichte des Umgangs mit dem, der Literatur schreibt, der von ihr lebt,
dessen geistiges Eigentum geschützt und honoriert werden muss, des Autors also. Verlagsgeschichte ist Literaturgeschichte unter den ökonomischen Bedingungen des Marktes des Buchhandels. Sie ist Geschichte der Rezeption und der Wirkung eines Buches, auch die Geschichte der Nicht-Rezeption und der Nicht-Wirkung eines Werkes, das eben nicht oder nicht direkt nach der Niederschrift Buch geworden ist. All dies ergibt sich aus der Entstehung und aus der Entwicklung des Buchhandels. An seinem Anfang standen die Handschriftenhändler des Mittelalters, dann allmählich mit dem sich entwickelten Buchdruck entstand der Typus des gelehrten Druckerverlegers. Einer der ersten war Thomas Anselm. Er druckte Werke Johann Reuchlins, eines der großen Köpfe des Humanismus. Anselm war der Erste, der den Begriff Bibliopola als Berufsbezeichnung für den Verleger-Buchhändler erfand. Biblio wurde in der Folge zum Bestimmungswort von Zusammensetzungen mit der Bedeutung Buch, herrührend aus Biblion, dem aus der phönizischen Hafenstadt Byblos stammenden Papyrusbast, der zu Papierrollen, Biblia, verarbeitet wurde. Biblos, die Bibel. Sowohl die Etymologie des deutschen Wortes Buch wie des englischen Wortes Book ist vom ursprünglichen Schreibstoff bestimmt, den zusammengehefteten Tafeln aus dem Holz der Buche. Im beginnenden 18. Jahrhundert wurde aus der Einheit Druckerverleger die Einheit Buchhändlerverleger. Philipp Erasmus Reich war Buchhändler, aber er wurde immer mehr zum Verleger. Aufgrund seiner Initiative entstand 1765 ein erstes Grundgesetz der neu errichteten Buchhandelsgesellschaft in Deutschland. Die Verleger Georg Joachim Göschen und Friedrich Christoph Perthes entwickelten es weiter. Daraus entstand unser heutiger Berufsverband, der sogenannte Börsenverein des deutschen Buchhandels. Perthes gab damals dieser Gründung den ideologischen Hintergrund mit dem Titel »Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseins einer deutschen Literatur«. Schon das erste Verlegerbeispiel, Philipp Erasmus Reich, zeigt, ein literarischer Verleger lebt von seinen Autoren. Ihr Rang, ihr Erfolg machen seinen Rang und seinen Erfolg aus. Die Gesellschaft der Autoren gibt dem einzelnen Autor Halt, Sicherheit, Mut zur Produktion. Ein literarischer Verlag wird definiert durch seinen Umgang mit dem Autor. Im idealen Fall findet ein Wechselspiel statt, eine gegenseitige Prägung. In ihrem höchsten Entwicklungsstadium bilden literarische Verlage eigene Kulturen, sodass das Imprint eines Verlages für eine bestimmte geistige Zielsetzung steht. Der Fixstern Goethe zog in Kottas Verlag, bekanntlich hier in Tübingen bis 1808, bevor er nach Stuttgart übersiedelte, viele der großen Autoren der nachmalig als klassisch erklärten Zeit an. Das klassische Deutschland war bei Cotta, Schiller, Jean-Paul, Hölderlin, Fichte, Schelling, Hegel. Im Laufe der Zeit schälte sich eine immer engere Beziehung Autor-Verleger heraus. Ja, es entstanden deutliche Autor-Verleger-Symbiosen. Heinrich Heine und der Verleger Julius Campe, Theodor Fontane und der Verleger Hans Herz, Wilhelm Raabe und der Verleger Georg Westermann, Thomas Mann und sein Verleger Samuel Fischer, Rainer Maria Rilke und Anton Kippenberg, Hermann Hesse und Bertolt Brecht und Peter Suhrkamp, und ich kann eine Reihe von Autoren anführen, Max Frisch, Uwe Jonsson,
Martin Walzer, Peter Handke, Thomas Bernhard, Durst Grünbein, die eine solche Beziehung zum gegenwärtigen Verleger entwickelten. All dies wären ja nun Anlässe für dauernde Lobpreisungen von Verlegern. Aber dem ist nicht so. Und das hängt im Wesentlichen von zwei Gründen ab. Einmal vom Doppelcharakter des Buches. Es ist Ware und geistiges Gut. Es ist geistiges Gut, wenn es beim Autor entsteht. Es wird Ware, wenn der Verlag die Ware Buch produziert, und wird dann wieder in der Hand des Lesers geistiges Gut. Diesen Doppelcharakter hat Brecht genial ausgedrückt, wenn er sein Galilei von der geheiligten Ware Buch sprechen lässt. Das zweite Element ist eben die besondere Verbindung, die Autor und Verleger miteinander eingehen. Natürlich müssen Autoren ihre eigene Position, ihre eigene Sache vertreten. Gleich einer der ersten Autoren nach der Erfindung des Buchdrucks, der die Verleger kritisierte, war Luther. In der Beziehung Autor-Verleger wirkt eine doppelte Spannung. Die Spannung zwischen Geist und Geld, zwischen Inspiration und Organisation. Hauptquelle eines möglichen Konflikts ist die Bewertung eines Immateriellen durch Materielles. Und wer glaubt schon an eine richtige Bewertung? Ich habe gearbeitet wie ein verhungerter Abschreiber und sehe nun, dass es nichts hilft. Ich will jetzt das Honorar haben, so Schopenhauer 1818 an seinen Verleger Brockhaus in der Diskussion über sein großes Buch »Die Welt als Filienvorstellung«. Brockhaus war aber auch nicht um eine Antwort verlegen. Was ich zu tun habe, weiß ich selbst. Ich hoffe nur, dass meine Befürchtung, an ihrem Werke bloß Makulatur zu drucken, nicht in Erfüllung gehen werde. So alt wie die Beziehung Autor-Verleger, so alt ist ein Verdacht. Autor arm, Verleger reich. Die Verleger trinken Sekt aus den Hirnschalen verhungerter Autoren. Oder Napoleon war schon deshalb ein großer Mann, weil er einen Verleger erschießen ließ. Oder selbst Goethe, die Buchhändler, und er meinte die Verleger, also die Verleger sind alle des Teufels. Für sie müsste es eine eigene Hölle geben. Friedrich Hebbel befand, es ist leichter, mit Jesus über die Wogen zu wandeln, als mit einem Verleger durchs Leben. Als ich dieses Wogenwandeln meinem Freund Jurek Becker erzählt, sagt er zu mir, ich rate dir, frag mal den Hebbel, wie oft er mit Jesus über die Wogen gewandelt ist. Es gab in Deutschland ausgesprochene Krisenzeiten in der Beziehung zwischen Autor und Verleger, so etwa in der Weimarer Republik. Öffentliche Kontroversen wurden ausgetragen, so die zwischen Tucholsky und seinem Verleger Ernst Rowohlt. Die wichtigsten schöngeistigen Verleger versandten während der Inflation an ihre Autoren ein gemeinsam gedrucktes Rundschreiben, wonach die Autoren mit bescheideneren Bedingungen zufrieden sein sollten. Für die beteiligten Verleger immerhin Bruno Kassierer, Eugen Diederichs, Samuel Fischer, Anton Kippenberg, Ernst Rowohlt, Kurt Wolf, kein besonders schönes Dokument. Karl Sternheim forderte seinen Verleger Kurt Wolf, immerhin Verleger von Kafka, öffentlich auf, sich zu erschießen. Alfred Döblin hetzte gegen S. Fischer. Else Lasker-Schüler schrieb eine Anklageschrift, ich räume auf, unser blauer Tempel gehört nicht den Geldmenschen. Noch einmal, Konflikte sind geradezu natürlich
in der Beziehung zwischen Autor und Verleger. Martin Walzer hat es auf eine Formel gebracht. Ein Autor hat in der Regel einen Verleger. Der Verleger aber hat viele Autoren. Ja, so Walzer, einen Harem von Autoren. Eheähnlich sei die Beziehung Autor-Verleger, mit der entscheidenden Nuance, dass der Verleger hunderte solche Ehen führt. Der Autor träume zwar auch von weiteren Ehen, zumindest von einem Seitensprung, aber doch bald erlösche seine Vitalität. Der Autor ist glücklich, wenn er treu sein darf. Dem Verleger bleibt nichts anderes übrig, als seine Treue möglichst vielen Autoren zukommen zu lassen. Für je mehr Autoren seine Treue reicht, ein umso größerer Verleger sei er. Und das ist, so Martin Walzer, die psychophysische Genialität des großen Verlegers. Die Beziehung Autor-Verleger ist also konfliktträchtig. Sie steht unter dem Gesetz einer prästabilierten Disharmonie. Unterschiedliche Interessen bestimmen sie. Und kommen dann noch Temperamente und hochsensible Empfindlichkeiten zum Zug, kann der Weg sehr schnell an den Rand des Abbruchs der Beziehung führen. Die Tätigkeit eines Verlegers ist janusköpfig. Er muss die geheiligte Ware Buch produzieren und verkaufen. Das heißt, er muss nun einmal Geist mit Geschäft verbinden und dies damit der, der diese Literatur schreibt, leben kann und der, der sie verlegt, in der Lage ist, sie zu verlegen. Fragt man 100 Autoren, wie sie ihre materielle Basis eingerichtet sehen wollen, so bekommt man 100 verschiedene Antworten. Eines Tages im Januar 1965 kam Thomas Bernhard, dessen erstes größere Prosabuch Amras der Insel Verlag 1964 veröffentlicht hatte, unangemeldet in mein Haus und wollte mich sprechen. Meine Frau wollte dies verweigern mit dem Hinweis, ich sei krank und liege mit 40 Grad Fieber im Bett. Bernhard ließ sich nicht abweisen. Er bräuchte Geld für sein Haus. Und der S. Fischer Verlag habe ihm ein Angebot gemacht. Und sinnigerweise hat Thomas Bernhard zu dieser Unterredung gleich seinen Freund Janko von Mussolin, welcher Verlagsleiter bei S. Fischer war, mitgebracht. Ich stand auf, Bernhard musterte mich, ohne großes Bedauern wegen meines Fiebers, bat er um 40.000 Mark. Dann bin ich bei Surkamp. Als ich dem zugestimmt hatte, verschwanden die beiden. Sie waren kaum 20 Minuten da und wollten sich ja wahrscheinlich von einem Grippekranken nicht anstecken lassen. Bernhard hat diese Szene so beschrieben. Der Anfang meiner Beziehung zu Unzelt war eine Forderung gewesen, um nicht sagen zu müssen, eine Erpressung meinerseits. Ich forderte von Unzelt, 2 Jahre nach dem Erscheinen von Frost und 2 Jahre vor dem Erscheinen von Verstörung, 2x 20.000 Mark, also 40.000 Mark, in Worten 40.000 Mark und dies in 20 Minuten. Angeblich hatte Unzelt 40 Grad Fieber gehabt. Ich forderte also damals, wie ich heute denke, für jeden Fiebergrad des Verlegers 1.000 Mark oder für jede halbe Minute des Verlegers 1.000 Mark. Nach diesem Geschäft, das mich im Höchstmaß befriedigte und das zur Rettung meines Ohlsdorfer Hauses notwendig war, fuhr ich nach Gießen, um einen Vortrag zu halten. Bernhard schrieb später, das Genie wird noch einmal größenwahnsinnig, wenn es ums Geld geht. Festzuhalten bleibt aber auch, dass die Beziehung Bernhard-Unzelt bis zu seinem Tode im Februar 1989, 2 Dutzend Jahre also währte,
dass es eine immer komplizierte Beziehung war, einfach kompliziert, gibt es ja ein Stück von Bernhard, aber dass wir uns nie mehr in diesen 2 Dutzend Jahren über Geld gestritten haben. Wie gesagt, Geld ist immer nur die eine Seite. Die andere Seite ist, was den Verleger betrifft, er muss dem Autor Mut machen, dem Autor Glauben sozusagen an sich geben. Paul Nisson schreibt an seinen Verleger: Außerdem schwanke ich dauernd zwischen Lebenslust und Depression, möchte so wahnsinnig gern mit dem nächsten Opus richtig anfangen, aber mit vorläufig noch gebundenen Händen. Zum Teufel, eigentlich vertraue ich darauf, dass du bei diesem wichtigsten Schritt, Marsch, Sprung, Salto, also dem wichtigsten oder entscheidendsten meiner Entwicklung, blindlings beisteht. Dieses Beistehen ist wieder ein doppeltes. Der Verleger muss den Verlag eine Finanzbasis schaffen, die auch die Möglichkeit von Finanzierung von Autoren umfasst. Wir brauchen also eine starke Finanzbasis, um unabhängig bleiben zu können und unseren Autoren Unabhängigkeit so viel wie möglich zu sichern. Wir vom Verlag wollen uns die Fähigkeit erhalten, die Bücher machen zu können, die wir machen wollen. Und die Autoren müssen die Bücher schreiben können, die sie schreiben wollen. George Conrad hat sich zu diesem Thema geäußert. Ach, die Bedingungen, die Prozente, die Vorschüsse, die Abrechnung, die Konfrontation mit der schmerzlichen Tatsache, dass nicht jeder Bücher kauft und von Käufern auch nicht jeder unseres. In dieser Situation ist der Verleger der Repräsentant der realen Welt, an der gemessen ein Buch pure Illusion ist. Es ist keineswegs einfach, durch Bücherschreiben ein ebensolcher Bürger zu sein, wie durch das Verlegen von Büchern. Warum sollte das Schriftsteller-Verleger-Verhältnis unproblematischer sein als die anderen wichtigen Beziehungen? Beide Seiten riskieren etwas. Beide Seiten haben etwas zu verlieren. Verbündete Glücksspieler stehen wie am Roulette-Tisch. Jeder neigt dazu, das eigene Risiko zu übertreiben. Was also ist diese merkwürdige Beziehung, diese Partnerschaft, diese Koalition, diese Notgemeinschaft, dieser Zweckverband? Sicher, der Verleger muss eine wichtige Doppeleigenschaft haben: Panik, Resistenz und Simultankapazität. Wenn er das nicht hat, kann er seinen Beruf nicht ausführen. Nun, ist der Verleger also heute jenes vorsintflutliche Tier, angesiedelt im Niemandsland zwischen Gutenberg und Video, der Macher eines Mediums, das vom Tode bedroht ist oder das zumindest in einer Krise steckt? Für mich war es eines der großen Erlebnisse, ein Brief, den Hermann Hesse mir geschrieben hat, unmittelbar nach dem Tode seines Freundes Peter Suhrkamp. Ich musste danach ja die Verantwortung für den Suhrkamp-Verlag übernehmen. Hesse schrieb: Sie treten jetzt an seine Stelle, da wünsche ich Ihnen Kraft, Geduld und Freudigkeit. Es ist eine schöne und edle Art von Arbeit, in der Sie stehen. Es ist aber auch eine schwierige und verantwortungsvolle. Der Verleger muss mit der Zeit gehen, wie man sagt. Er muss aber nicht einfach die Moden der Zeit übernehmen, sondern auch, wo sie unwürdig sind, ihnen Widerstand leisten können. Im Anpassen und im kritischen Widerstehen vollzieht sich die Funktion, das Ein- und Ausatmen des guten Verlegers. Es ist auffallend, dass Hermann Hesse in einem so spontan geschriebenen, aus einem Augenblick herausrührenden, bewegenden Augenblick herausrührenden Brief 2-mal Worte zum Widerstand
formuliert. Freilich, wer Hesse kennt, weiß, dass das durchaus charakteristisch ist für ihn. Und Mut zum Widerstand braucht der Verleger gerade heute, wo immer wieder von der Krise des Buches gesprochen und gehandelt wird. Nun, das Buch hatte, solange es existierte, Cassandra als ständige Begleiterin. Das Buch war da und immer wurde sein Ende verkündet. Unserem Jahrhundert, dem Jahrhundert des schnellen Wechselns, der Entdeckungen und Moden, blieb das Dauergerücht vom Ende des Buches vorbehalten. Immer wieder, wenn ein neues Medium auftauchte, Stummfilm, Tonfilm, Schallplatte und erst recht als Rundfunk und Fernsehen sich ausbreiteten, befürchtete man den Tod des Buches. Gewiss, die Gefahr ist nicht zu leugnen, dass am Ende des 20. Jahrhunderts durch die Wirklichkeitsmaschinen elektronischer Medien die Realität hinter den Bildschirmen verschwindet und unsere Lebensqualität durch Computer in eine selbstinduzierte Irrealität abdriftet. Der kanadische Zukunftsforscher Marshall McLuhan sah in dem Vorgang, dass durch Computer und Computerprothesen unser biologischer und zerebraler Körper flottierend von Wellenausbreitungen und Stromkreisen umgeben sei, eine neuronale Änderung des Menschen. Marshall McLuhan hat im Dezember 1970 das Ende des Buches für Dezember 1980 vorausgesagt. Im Dezember 1980 starb aber nicht das Buch, sondern Marshall McLuhan und sein Institut für Zukunftsforschung in Toronto wurde geschlossen. Ich trage diese Geschichte immer wieder vor, verbunden mit meiner Zuversicht, dass das Buch Bestand haben wird und dass dieses Medium auch die neuesten Entwicklungen, denen wir gegenüberstehen, überlebt. Aber es wäre natürlich töricht, diese neuen Entwicklungen nicht zu beachten, zumal sie von großen Industrien und riesigem Finanzeinsatz betrieben werden. Wir wandeln uns ja von einer Industriegesellschaft zu einer Informationsgesellschaft. Und seit Jahren macht das Wort vom Super Information Highway die Runde. Die elektronische Vernetzung der Erde wird weltweit postuliert. Cyberspace, Hypertext, digitales Printing und virtuelle Realitäten sind die Formeln der neuen Entwicklung. Verständlicherweise muss man sehen, dass die Welt sich verändert. Über Nacht ist ein weltumspannendes Computernetzwerk entstanden, das alles einbindet, das Unternehmen, den Arbeitsplatz und bald auch die privaten Haushalte. Doch noch ist es nicht ausgemacht, ob die digitale Revolution wie die Revolution vorher ein Aufbruch in die Freiheit bedeutet. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Wir dürfen uns nicht von Befürchtungen beeindrucken lassen, etwa von der Angst, wer bei diesem Digitalismus zu spät komme, den bestrafe Bill Gates. Noch gilt Victor Hugos Wort: Die Erfindung der Buchdruckerkunst ist das größte Ereignis der Geschichte. Sie ist die Mutter des Umsturzes. Da dieses Ausdrucksmittel des Menschengeistes sich ständig erneuern kann, wird es, so meine ich, bleiben. Sicher, das darf nicht übersehen werden. Der Buchmarkt ändert sich in unserer Zeit gewaltig. Die Buchhändler führen ein immer geringeres Lager. Und das bedeutet, dass die Bücher kurzlebiger werden. Sie erscheinen, werden vom Buchhandel aufgenommen, werden ausgelegt, aber geführt im Lager auf die Dauer werden halt nur Bücher, die dauernd eine Chance haben, von den Kunden gefragt zu werden, also Bestseller. Für die Verlage bedeutet, dass in den nächsten Jahren ihre Produktion zu konzentrieren, weniger Bücher, kleinere Auflagen, größere Vorsicht bei Nachauflagen.
Das ist eine Entwicklung, die das Massenbuch fördert. Qualitative Literatur aber, insbesondere jüngere Literatur, wird es immer schwerer haben, dass es zur Produktion und zur Veröffentlichung kommt. Wir haben gegenwärtig zwei wichtige Probleme. Das ist einmal die Tatsache, dass die Brüsseler Kommission die Bindung, die Festsetzung des Ladenpreises abschaffen will. Das wäre eine mittlere Katastrophe und würde keinesfalls die Bücher, von denen ich annehme, dass Sie es hier auch lesen, irgendwie billiger machen, sondern es würde die Verlage, die diese Art von Literatur bringen, hindern, Literatur in der bisherigen Weise zu veröffentlichen. Und es gibt leider noch einen zweiten ebenso oder vielleicht viel einschneidenderen Punkt, was unsere neue Regierung vorhat. Unsere neue Regierung hat ein Verbot des Teilwertabschreibung verkündet. Das würde bedeuten, dass Verlage und Buchhandel die Bücher, die sie nicht verkaufen können, nicht mehr abschreiben können, sondern sie voll bilanzieren müssen. Und es ist ganz klar, was das heißt. Das erst würde bedeuten, dass unsere eigene Regierung mit diesem Verbot den Ladenpreis sozusagen hier abschafft. Das muss mit allen Umständen eigentlich verhindert werden. Wie gesagt, es gibt ein Essay eines Mannes, der die deutsche Buchforschung an der Universität Mainz leitet und der auch sagt, Gutenberg goes electronic. Wir müssen natürlich auch diese modernen Medien aufnehmen, aber man muss das sehr dosiert annehmen. Und wir dürfen da vor allen Dingen nicht in Hysterien verfallen, sondern wir müssen uns klar sein, was wir sozusagen hier wollen. Und dieser Leiter des Instituts für Buchwesen, Stefan Füssel, hat also das Gutenberg-Jahrbuch mit einem Beitrag eingeläutet, wo er sagte, ohne elektronische Medien gibt es keine Zukunft für das Buch. Das mag sein, aber auch das andere gilt, ohne Buch keine Literatur, die wir zu unserem Selbstverständnis benötigen. Was hat das nun für Folgen für einen literarischen Verlag? Für einen Verlag wie Surkamp, der sich um anspruchsvolle Literatur bemüht. Nun, wir befolgen Becketts Devise weitermachen. Noch genauer, noch intensiver, noch kreativer jenes, wie Handke zum Umgang mit Literatur sagte, ernste Spiel zu spielen, noch schärfer zu prüfen und die Maßstäbe noch höher zu setzen. Doch was sind die Maßstäbe? Was sind die Kriterien, die wir bei der Annahme oder Ablehnung eines Manuskripts befolgen? Es bleiben die Einsichten großer Autoren. Franz Kafka: Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Oder, um einen heutigen Schriftsteller zu zitieren, ich glaube, so Peter Bixel, der Sinn der Literatur liegt nicht darin, dass Inhalte vermittelt werden, sondern darin, dass das Erzählen aufrechterhalten wird, weil die Menschen Geschichten brauchen, um zu überleben. Sie brauchen Modelle, mit denen sie sich ihr eigenes Leben erzählen können. Nur das Leben, das man sich selbst erzählen kann, ist ein sinnvolles. Soweit Bixel. Solche Bücher möchte der Verleger verlegen. Die am häufigsten an mich gerichtete Frage lautet: Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Bücher aus? Nehmen Sie die Manuskripte an
oder lehnen Sie sie ab? Ich musste die Frage enttäuschen. Ich habe ein Leben lang auf die Frage nach den Kriterien geantwortet, es gebe kein feststehendes, fixiertes, für alles geltende Kriterium. Es sei bei jedem Manuskript nach Substanz und Qualität zu forschen, die sich jeweils aus dem Manuskript selbst ergeben müssen. Goethe als Verlagslektor. Das war Goethe natürlich nie. Er, der oft voreingenommen gegenüber zeitgenössischer Literatur war, wäre seinem Verleger Cotta kein guter Ratgeber für neuere Literatur gewesen. Ein einziges Mal, 1808, noch von Tübingen aus, versuchte Cotta es nun doch einmal. Der Verleger hatte in seinem Morgenblatt einen Literaturwettbewerb ausgeschrieben und nun sollten die besten Arbeiten prämiert und vorgestellt werden. Um Publizität zu erreichen, griff der Verleger nach dem höchsten Stern und fragte Goethe, ob er ein Votum abgeben wollte, das dann veröffentlicht wurde. Zu meiner großen Überraschung, sagte Goethe, der sonst solche Ansinnen immer abgelehnt hatte, er sagte zu. Cotta schickte ihm die 4 Texte, die seine Lektoren ausgewählt haben, mit dem Hinweis, sie hätten vorzüglichen Wert. Goethes Urteil fiel, wie er selbst einmal für sachliches Argumentieren gefordert hatte, lakonisch, imperativ, prägnant. Das sind 3 wichtige Adjektive für Goethe. So reagierte Goethe nun darauf. Die 4 Stücke, welches Sie mir zugesandt haben, habe ich sogleich durchgesehen und kann darüber, wie Sie wahrscheinlich schon selbst vermuten, das ist eine schöne Captatio Benevolentia, weil Cotta ja von dem vorzüglichen Wert der Arbeiten geschrieben hatte, kann also dazu wenig Tröstliches vermelden. Sie seien absurd zu nennen. Für mich existieren sie gar nicht. Und dann gibt er spontan, wie nebenbei, ein wichtiges Kriterium für Dichtung. In allen 4 Stücken ist von tüchtiger Sinnlichkeit, blühender Fantasie, Erhebung des Herzens und Geistes und von manch anderem, was zur Dichtkunst unerlässlich ist, die mindestmögliche Spur. Die Redakteure von Cotta waren entsetzt. Goethe sei im Unrecht und die Zukunft werde es beweisen. Doch Goethe hatte recht. Keiner der 4 Schreiber ging in die Literaturgeschichte ein. Über dergleichen Dinge, sagte Goethe und schrieb es auch an Cotta, sei eigentlich gar nichts zu sagen. Und dann sagte er doch etwas. Und zwar etwas für mich persönlich ganz Gravierendes, Unwesentliches. Denn indem echte Kunstwerke ihre eigene Theorie mit sich bringen und uns den Maßstab in die Hand geben, nach dem wir sie messen sollen. Ein erstaunliches kunsttheoretisches Urteil. Der Maßstab zur Beurteilung eines Werkes liege in ihm selbst. Goethes lakonisch formuliertes Urteil enthält den Grundgedanken seiner Ästhetik. Allein die Versenkung ins einzelne Kunstwerk und seine Struktur ist der Maßstab für dessen Beurteilen. Jetzt kann ich meine Antwort entscheiden, sei bei einem Manuskript, dessen Substanz und Qualität mit Goethes Urteil belegen. Meine Damen und Herren, in unserer Zeit ist eine Weltordnung zusammengebrochen. Das ist kein Ende, sondern eine Chance für einen neuen Aufbruch. Ulrich Beck und Anthony Giddens formulieren neue Antworten. Sie entwickeln ein neues Sozialmodell für eine zweite Moderne.
Die großen Strukturen nationalstaatlicher Industriegesellschaft der ersten Moderne werden transformiert. Eine zweite Moderne entfaltet sich. Hinter dem Jammern über Auflösung und Ende versuchen diese Autoren eine neue Sicht der Welt. Was an Sicherheit verloren geht, kann als neue Freiheit gewonnen werden, schreibt Beck in seinem Buch Kinder der Freiheit. Und in seinem Buch Jenseits von links und rechts schreibt Giddens: Dies ist vielleicht das erste Zeitalter der Menschengeschichte, in dem allgemeingültige Werte etwas bewirken können und keinesfalls das Zeitalter, in dem sich solche Werte auflösen. Edgar Wind, mit Panofsky wohl der brillanteste Gelehrte der Warburg-Schule, analysiert in seinem Buch Heidnische Mysterien in der Renaissance ein Bild des jungen Raphael mit dem Titel Der Traum des Scipio. Der junge Held träumt unter dem Lorbeerbaum vom Ruhm. Zwei Frauen übergeben ihm Schwert, Buch und Blumen, die Attribute von Kraft, Intelligenz und Gefühl. Diese Attribute symbolisieren Macht, Weisheit und Lust. Doch nur zusammen, nicht einzeln, machen sie die Glückseligkeit des Menschen aus. Für mich ist dieses Bild des jungen Raphael auch das Bild des Verlegers. Der Verleger kann oder sollte zumindest nicht einseitig das bloß Technische der Buchherstellung oder die Lust, schöne Bücher zu machen, im Auge haben. Er kann und sollte zumindest sich auch nicht ausschließlich auf das Ökonomische, Profitable konzentrieren. Er sollte zumindest nicht vom Inhalt seiner Bücher absehen und auf Gehalte, auf Botschaften, auf Wirkungen achten. Ein Buch ist die Axt für das gefrorene Meer in uns. Nicht eine der drei hier genannten Eigenschaften machen einen Verleger aus. Er ist nur dann ein Verleger, und so sollte es sein, wenn diese Eigenschaften zusammenwirken. Wer sich nur, sei es Scipio oder sei es der Verleger, auf eines dieser Attribute, Macht, Weisheit oder Lust konzentriert, der Verleger nur auf sein Technisches, nur auf den Markt und nicht auf Botschaften und Wirkungen, der geht unter wie Herkules, der sich nur für Macht, Sokrates, der sich nur für Weisheit und Paris, der sich nur für Lust entschied. Nur wenn die drei Eigenschaften zusammenfließen, entsteht der Verleger oder seine Glückseligkeit. Edgar Wind schloss einen Vortrag, der dem Liebhaber der Kunst die Furcht vor dem Wissen und damit das Misstrauen gegen den Wissenden nehmen möchte, mit einem Bild ab, das Kleist schon einmal gebraucht hatte in seinem Versuch über das Marionettentheater und dort bezeichnet als das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt. Ich zitiere Wind: Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und können uns nicht rückwärts ins Paradies zurückstellen. Das Tor ist verriegelt und der Engel wacht davor. Aber der Garten ist vielleicht am anderen Ende offen. Sie sahen heute einen Vortrag aus dem Jahr 1999, aufgezeichnet an der Universität Tübingen. Es sprach Professor Dr. Siegfried Unselt zum Thema Der Autor und sein Verleger, der Verleger und seine Autoren.